Wir fangen an mit einem Tartar, weil auch beim Abnehmen gesund muss es natürlich bleiben und Fleisch, gerade mageres Rindfleisch, ist A und O. Da haben wir Paprika, Pilze, Kresse. Das sind die Ausgangszutaten. Hier fehlen gänzlich die Kohlenhydrate, weitestgehend das Fett und deswegen ist das ein Rezept, das finde ich absolut klasse. Und es geht auch ziemlich schnell. Die kann man auch anders schneiden, aber wir haben nun mal heute diese schön länglichen bekommen. Aus dem Grund können wir die einfach nur in Ringe schneiden. Nummer 1. Kleine Champignons. Das sind jetzt nicht mehr die allerschönsten, aber es sind Champignons. Und so ein Pilz hat ja von Haus aus nicht allzu viele Nährwerte. Aus dem einfachen Grund ist es auch nicht ganz so tragisch, dass wir es mal ein bisschen älter werden lassen können. Weil wir können keine Vitamine einbüßen, da waren nie welche drin. Dann nehmen wir hier einen Hüttenkäse. Der hat jetzt 0,% Fett, nee, 4 Gramm Fett. Den gibt es auch mit 20%, aber Fettbürner können wir natürlich nicht auf fetten Quark nehmen. Das kann jeder für sich entscheiden. Na komm her. So, etwas Salz mit rein. Nebenbei schon mal die Pfanne aufheizen. Und jetzt, das ist auch so ein Ding, beim Braten, es geht nicht ohne Fett braten. Selbst die modernste Pfanne der Welt, man kann nicht ohne Fett braten. Das ist physikalisch einfach nicht möglich. So, aber bewusst arbeiten, hochwertige Öle nicht zu heiß werden lassen und dann kann auch nichts passieren. Kresse ist gesund, deswegen kommt viel Kresse rein. Man muss ja auch, wenn man abnehmen will, satt werden, weil sonst baut sich ein riesen Frust auf und irgendwann kommt der Jojo-Effekt. Man muss eben nur darauf achten, dass man satt wird und nicht Millionen Kalorien zu sich nimmt. Und es gibt ja Lebensmittel, wenn man da satt ist, hat man Kalorien für 4 Tage Wandern gewonnen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. So, das Tartar soll ja auch gesund sein. Aus dem Grund etwas Zitrone. Hopp. Wieder etwas Olivenöl. Ein Esslöffel reicht da komplett aus. Etwas Pfeffer. Und natürlich Salz. So. Jetzt sind schon mal die warm. Bisschen runterdrehen. Eine Gabel. Einfach kurz zermanschen. Zerdrücken. Ist auch eine geniale Variante für den Sommer. Passt auch sehr gut Avocado dazu. Aber Avocado, da sind wir schon wieder bei 23% Fett. Müssen wir natürlich ein bisschen kürzer treten. Weil Fettbirne, ne? So. Die sollen ja nicht warm werden, warm schon, nicht weich werden, sondern in erster Linie ein bisschen Aroma entfalten. Ja. Jetzt kommt gleich wieder das Schönste am ganzen Kochen. Probieren. Wenn man das jeden Abend isst, so nach einer Woche ungefähr, braucht man nicht mehr nachschmecken, da kann man es direkt aufessen, weil dann weiß man, was alles ran muss, da kennt man die Verhältnisse. So, jetzt kommt der kleine Gag an der Sache. Wir machen es uns noch ein bisschen schöner. So, und da wir kein Grün dran haben, können wir auch hier mit ein bisschen Zitrone arbeiten. Ja, das macht das Ganze noch ein bisschen frischer. Der aussteigende Dampf. Hast du die Reaktion gesehen? So. Wunderbar. Jetzt nehmen wir uns einen schönen Teller. Und das ist jetzt einfach nur für die Optik. Ja. Gurke hat ja 98% Wasser ungefähr, das heißt, damit kann man nichts falsch machen. Das ist ein bisschen eine Minute mehr Arbeit. Es bringt eine gewisse Menge mit, dafür eine gewisse Sättigung und hat wirklich 0 Kalorien, so eine Gurke. So, müssen wir ungefähr einen Kreis haben, ne? Ja, kommt hin. So, haben wir auch fertig. Jetzt machen wir Gelb und Rot im Wechsel. Das kann man so aufwendig anrichten, das muss man jetzt nicht so aufwendig anrichten. Aber wenn mal das Fernsehen hier ist, geben wir uns natürlich noch ein bisschen mehr Mühe als sonst. War ein Joke, wir geben uns immer Mühe. So, was haben wir wieder verzählt? Hier. Ja, wunderbar. So, noch eine in die Mitte. So, wie gesagt, das ist ja hier kein Zusammenschnitt. Das Ganze ist ja wirklich live passiert. Demzufolge kann man nachvollziehen, wie schnell das in Realität geht. Und gerade kochen, wenn man abnehmen will, kann man sich etwas mehr beschäftigen damit. Und siehe da, es ist gesund. Ganz wichtig ist, glaube ich, beim Abnehmen,
dass man nichts isst, wo Zutaten aufgelistet sind. Also wirklich nur Produkte, weil da muss man die nachgucken. In Tartar, da ist nichts drin. Da ist 3-4% Fett, da ist kein Kohlenhydrat drin, weiß man. Hüttenkäse ist ein Produkt. Guckt mal auf die Nährwerttabelle, 4 Gramm Fett. Paprika, Gurke, Zitrone, Pfeffer, Salz, das kennt jeder. Olivenöl, ne, sagt der Name schon, wenig verwenden. So, jetzt hatte ich hier irgendwo genau das Ding. Jetzt machen wir das hier rein. Ups, so. Nochmal ein bisschen Kresse. Und jetzt kommt noch so ein Gag, das wollte ich irgendwie integrieren. Das ist nichts weiter wie normaler Rinderschinken, ausgebreitet und getrocknet. Also quasi ein Chip, der aus Eiweiß besteht. Ohne Fett, ohne Kohlenhydrate. Eine geniale Variante. So, und da die Gurke jetzt nackig auf dem Teller war, tun wir sie noch leicht salzen. Und ich würde mal sagen, das können wir mal auswiegen, das sind jetzt wohl bei 300 Gramm rund. Das ist ein angenehmes Abendessen, ne? Und das hat eine gewisse Sättigung, enthält aber trotzdem fast keine Kalorien. Und ich muss sagen, da macht ab dem Spaß. So, und dann haben wir das Rinderdatar mit Körnigen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.